Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Damit hallo und willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. So, nochmal in aller Deutlichkeit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Heute mit Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir sind hier in den Katakomben, die wir am Ende von Assassin's Creed 2, letzte Woche quasi, oder weiß nicht, ob ich das direkt anschließend mache, dieses Let's Play, aber die auf jeden Fall Ende von Assassin's Creed 2 besucht haben oder gefunden haben, unter der Sixtinischen Kapelle. Und da schließt die Story hier scheinbar nahtlos an. Also wollen wir mal. Thank you.
besser im Schoß der Erde als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Okay, eine kleine Einstellung muss ich aber leider noch vornehmen. Und das ist das allgemein wahrscheinlich. SFX-Lautstärke, genau. Ein bisschen leiser. Sprache lassen wir wie immer. Musik lassen wir. Ja, machen wir eins leiser. Jawohl, Musik können wir lassen. Aber genau. Denn das bläst mir die Ohren weg. So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Bisschen Tutorial natürlich, auch wenn es der Nachfolger von Assassin's Creed 2 ist, kann ja sein, dass jemand neu einsteigt mit dem Teil. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Das ist immer auch verwirrend. Ich hatte offenen Modus letztes Mal auf RB und das Waffenrad auf LB. Jetzt ist das Waffenrad auf RB und RT ist offenes Laufen. Kann ich aber nicht umstellen, leider. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Drohen Sie! Aus ihm spricht der Teufel! Wendet euch von ihnen ab! Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Sei bereit zum Kampf. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Buona questa. Exzellent. Sehr gut. Imposant. Na komm. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Aua. Wo willst du denn hin, Onkel? Hm? Du musst dich schon entscheiden, Onkel, wo du hin willst. Also, ich kann dir nur hinterherlaufen. Okay. Sind wir also schon in Rom. Wir wissen ja schon ungefähr, wo wir uns wahrscheinlich in diesem Spiel aufhalten werden. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass das so nahtlos anschließt, aber habe ich mir natürlich gewünscht nach dem Ende vom zweiten Teil jetzt, als wir es nochmal gespielt haben.
denn der war schon recht offen. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring! Damit sind wir schon bei Assassin's Creed Brotherhood. Und zurück in Monte di Giorni im Januar 1500. Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Noch ein Grund mehr, auf uns zu schießen. Wenn wir damit nicht umgehen können. Oh, man darf jetzt sogar reinreiten. Hi, hi! Wie luxuriös. Willkommen zurück, Ezio. Moin. Ezio! Da, das ist Ezio! Lasst mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause Seht euch zu die kommen. Beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's, Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia! Sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Alright. Tachchen. Ich kann auch gar nicht mit den Leuten sprechen. Okay. Die Kiste ist schwer. Es ist... Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh, was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht, das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein.
Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Alter Charmeur. Es wird noch einige Male passieren, aber ich gewöhne mich dran, wieder RT zu drücken statt RB. RT ist auch eigentlich die normale Steuerung. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf RB gelegt habe. Wahrscheinlich, dass ich nicht immer unten so wie den Finger dranhängen muss, sondern einfach, also keinen Kippschalter habe, sondern nur einen normalen Schalter beim Rennen. Aber naja, wie gesagt, das ist Eingewöhnungszeit. Wenn ihr das Waffenrad seht, nicht wundern, das gehört hier hin. So, Tachchen. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Nein! Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Bisschen zu optimistisch, würde ich sagen, Ezio. Das wird, glaube ich, der Running Gag zumindest der ersten zwei, drei Folgen. Das wird auf der Mauer sein wahrscheinlich, oder? Ah ja, die neuen Kanonen. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Gut, dann suchen wir mal den Idiot, der sie montierte. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Und sie wird glorreich sein. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen.
Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Ich soll's machen. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Gucken, ob wir die beide auf einmal treffen können. So ein bisschen zielt. Ah nee, nicht so richtig. Das ist aber auch laut, Spiel. Zumindest bei mir. Im Schnitt wäre ich da ein bisschen runter. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Wow. Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Okay. Haben wir das alles erledigt? Dann gehen wir mal zur Villa. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. No! Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sagt mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Nicht mal ich traue meinem Urteil, aber ich habe es auch nicht gefällt. Von daher...
Willkommen daheim. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda, ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Jetzt haben wir alles aufgebaut im ersten Teil oder im zweiten Teil. Und jetzt? Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Nehmen sie mir einfach alles weg. Signore!
Was? Das ist ganz schön eng getaktet, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Schießen. Signor Auditore, Gott sei Dank! Wir müssen sie aufhalten, bis die... Zielt auf die Kanonen, Signore! Okay, es gehen dreimal auf drei auf einmal. Bitte rettet uns, Signore! Fast die Hälfte der Bürger ist schon raus! Ach Mann! Also das ist manchmal echt ein bisschen... Oder war es ein Aufzug? Na gut. Egal. Da kommen noch mehr. Ja, vielleicht sollte ich ihn gleich erst ein bisschen rauskommen lassen. Sie brechen durch das Tor! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft! Und davon,
Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Basta! Ich kann gehen! Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen! Steht mir bei! Los, tötet ihn! Jetzt! Okay. Ergreifender Anfang. Unsere Klingen schneiden am besten. Unser Gesundheitsbalken wird immer kleiner da oben. Geh in den Altarraum! Folgt mir! Wie lange bis du müde bist? Damit kommst du nicht auf. Du hast es nicht an. Zeit für Tutorial, ich muss jetzt erstmal überleben. Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Schnell, Ezio! Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. Grazie a Dio. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Zum Glück haben wir im ersten Teil alle Siegel gefunden. Stellt euch mal vor, das hätten wir nicht gemacht. Dann wären wir da gar nicht rausgekommen. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Ja.
Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt, vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Komm mit. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Warum geht das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Was war das? Ich kann nicht sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch.
Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Okay, mal wieder ein bisschen in der Echtzeit oder in der Jetztzeit. Na gut, Jetztzeit ist es auch nicht mehr. Ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Steht zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Was? Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Oh, da müssen wir nach unten. Wir müssen nach unten. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Hier geht was auf. Okay, hier lang. Ich hänge fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Ja, so super. Viele Hebel. Ezio darf mit Katharina Sforza baden und ich bin im Klo. Okay. Den hier habe ich. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Das Zeug ist jetzt nicht mehr giftig, ist schon so alt. Puh, ich stink. Du übertreibst. Okay, hier hoch wahrscheinlich, ja. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Bereit? Alles klar. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Nett. Ja, ne? Ja. Ich hab dich. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell!
Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Hier weiter runter oder hier hoch? Naja, hoch geht schlecht. Denk mal, was der richtige Weg ist. Warum nicht? Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Halt, da hinten ist es irgendwo, oder? Da drin, ja. Komm ich da rein? Ah, hier lang. Okay. Hab's. Dankeschön, Desmond. Wow. Aber echt cool hier unten in den Katakomben. Also auch cooles Level-Design. Schön, dass man auch mal ein bisschen mehr mit Desmond macht. Jetzt haben wir ja nur in dem Lagerhaus quasi rumgehampelt. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Nee. Nee. Okay, ich dachte, man kann hier Walljumps machen. Kann man scheinbar nicht. Wow. Da wollte ich wieder zu viel. Und ab geht's. Gut, dass die ganzen Mechanismen noch funktionieren nach so vielen Jahren. Danke. Wir sind ein gutes Team. Ja. Okay. Komm, Desmond. Gehen wir. Ich sehe den Altarraum. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Also ich dachte, wir schleppen jetzt alles durch den Hintereingang rein. Hier ist irgendwas. Kannst du den Verdammten?
Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Mützchen klöppeln klingt doch spannend. So, was machst du eigentlich, während ich im Animus bin, du fauler Sack? Könntest du doch ein Mützchen klöppeln. Was die alles in dem einen Van drin haben. Allein diese ganzen Platten, die hier runtergelegt wurden. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Okay. Zählt er jetzt hier schon der eine? Scheinbar. Jetzt hat er gesagt, im Monteriggioni, ne? Also wahrscheinlich auch überall. Würde ich jetzt mal annehmen. Das heißt, lauf halt mal ein bisschen rum. Dort hinten ist, glaube ich, einer. Nehmen wir den nochmal. Drüben. Zumindest noch eine Stromleitung. Ja, das ist ja noch so ein Ding. Ja. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Alles klar. In der nächsten Folge gehen wir wieder rein in den Animus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr guter Auftakt, sehr actiongeladen mit Monteriggioni's Zerstörung und unserem neuen Lager, das wir hier aufschlagen. Sehr cool. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.